Yo, hey Leute, willkommen zurück bei Bannermeister LP. Wir sind jetzt wieder bei Donkey Kong Country. Und ja, was euch vielleicht auffällt, ist, dass alles etwas lauter ist. Ja, ich habe mein Headset mal lauter gestellt und so. Und ja, finde ich besser so. Und was ihr noch sehen werdet, ist, dass ich hier schon zwei Level geschafft habe. Ja, das lag daran, dass mein Emulator gerade bei der Aufnahme abgekackt ist. Naja, gut, dann mache ich diese Level halt nochmal für euch. Und ja, los geht's. Ich tue einfach so, als wäre ich hier noch nie gewesen. Wow, eine Höhle. Ja, okay. Ja, also das ist so ein Level, ist halt ein Eislevel und an diesen blauen Seilen, da rutscht der automatisch nach oben und an den roten Seilen dann automatisch nach unten. Und man muss halt immer ausweichen, rechtzeitig abspringen und so weiter. Und hier ist ein Bonuslevel. So, hier muss man das Wort Nintendo zusammenpuzzeln, was ich letztes Mal blöderweise nicht geschafft habe, was ihr ja nicht gesehen habt. Ach, Mist, schon wieder. Ach, ist aber egal. Ist eh nur ein Leben oder sowas. Wer braucht das schon? Leben brauchen nur schlechte Leute. Na gut, Safe States auch, aber... Na gut, ich bin leise. So, hier rechts haben wir wieder Donkey Kong. Den wir aber erstmal nicht benutzen. Und dann gehen wir hier rüber und da hoch. Und hier runter. Und hier runter. Passen auf, dass der uns da nicht erwischt. Springen wir rüber. So. Und dann hier rüber ein bisschen aufpassen, weil die Seile blöd sind. So, Krokodil. Ja, da muss man auch immer aufpassen, dass man den nicht mitten in die Schnauze da reinläuft. Ey, da. Das ist nicht gut. So, dann hier rüber. Ich glaube, der Level ist gar nicht so lang gewesen, also dürfte eigentlich schon fast zu Ende sein. Wenn mich diese Biene da nicht erwischt hätte. So, hier rüber. So, hier rüber und jetzt sind wir glaube ich schon fast am Ende. Hier müssen wir so im Zickzack hochspringen, weil beide Seile uns halt nach unten bringen. Und das ist doof. Oh, das war knapp. Ja, und hier oben ist das Exit. Damit haben wir auch ein Level geschafft und gehen in den nächsten für dieses LP. Was war da? Oh. Das will ich natürlich haben. Ja, der Level hier ist ein bisschen blöd, finde ich. Hier sieht man immer so wenig und die Seile da sind auch nervig, aber naja, gut. Ich mache das ja nur noch mal für euch. So, hier rüber. So, am besten geht man hier oben lang, da finde ich es besser. Hier ist ein Bonuslevel, wo mich aber eigentlich nur das hier und ja, das war's, interessiert. Ja, hier unten haben wir einen Strauß. Den holen wir uns einfach mal und nehmen ihn mit. So, dann fliegen wir hier rüber und dann fliegen wir hier hoch und passen auf und fliegen darüber. Flieg, 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 bitte flieg, flieg. Okay. Geschafft. So, dann hier rüber. Mal gucken, wie lange wir den hier mitnehmen können. Ich weiß ja nicht, ob der hier jeden Sprung und so rüber schafft. Oh, okay. Ja, hier müssen wir jetzt schon ein bisschen aufpassen. So, schafft das hier auch, ja. Hey, Bonuslevel. Den hätte ich sonst nicht bekommen. Oh, ein rotes nur. Ach, Mist. Es ist jetzt echt gerade nicht mein Tag, ey. Ich schaffe keine Bonus-Level mehr. Und werd getroffen, oh nein. So, den weg. Und jetzt rüber. Und rüber. Und runter. Und runter. Und runter. Und darauf. Und warten. Und los. So. Ich glaube, jetzt ist Exit, ja. Okay, letztes Mal habe ich mich schlechter bei dem Level angestellt, aber naja, gut. So, jetzt ist das wieder ein Wasserlevel. Und ja, hier ist das Spiel dann ein bisschen abgekackt, deshalb konnte ich diese Aufnahme jetzt nochmal machen. Aber egal. So, hier wird man immer so ein bisschen verfolgt und muss hier so ein bisschen wegschwimmen halt vor diesen Kraken und so. Die ganze Zeit schwimmt man hier halt so rum. Ja, nichts Spektakuläres eigentlich. Naja, doch, das ganze Spiel ist gut. Ja. Also doch spektakulär. Vor allem die Musik mag ich. Aber das wisst ihr. So, dann passen wir hier auf die Krake auf. Und da war schon wieder eine, die hat mich gerade fast getroffen. Und da ist immer noch. Oh. Okay, das war knapp. So, dann geht's hier runter. Geht ja nicht anders. Jetzt hier wieder hoch.
Und ich glaube, jetzt kommen wir doch nicht dahin, wo ich dachte. Okay. Ja, hier geht's halt hoch. Dann geht's nach rechts. Oh, ein Checkpoint. Und hier scheint gleich das Level wohl Ende zu sein. Oh mein Gott. Oh, ich dachte gerade, die schwimmen weiter und da hättest du mich gekriegt. Schnell, die schwimmen weg. Oh, ein Hideout. Hätte ich jetzt nicht gerechnet, hätte mich auch treffen können. So, dann gehen wir helfen mal hoch. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Da geht's lang. Immer den Bananen nach, ey. Oh nein. Das hat der doofe Hai mich auch noch getroffen. Schnell, schnell, schnell. So. Oh. Gut, dass wir jetzt zu zweit sind. Na komm, jetzt muss aber Levelende sein. Erlöst mich. Oh, erst das Ende. Ich muss noch das G finden. Scheint also doch noch eine Weile zu gehen. Aber wieso war denn schon ein roter Pfeil? Da zeigt er nicht immer das Ziel an oder zeigt er mir nur an, wo ich lang muss? Hm. Wer weiß. Da haben sie sich aber echt ein blödes Gewässer ausgesucht, um drin zu schwimmen, ey, bei so vielen Kraken hier. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Oh, da waren ein bisschen viele, da habe ich die Übersicht verloren. Und Exit, yay! So, was haben wir denn als nächstes? Das brauchen wir nicht. Und jetzt haben wir eine Höhle, ich glaube, die ist doof. Ja, hier hatten wir nämlich kein Licht. Seit denn man hat das hier. So, ja, jetzt haben wir ein bisschen Licht und es gibt auch diese brennenden Ölfässer, wo wir nicht unbedingt rankommen sollten. Zumindest nicht raufkommen. Ja, noch ist es einfach. Aber ich glaube, es ändert sich noch ein bisschen. Ich glaube, hier kommen, wird es noch ein bisschen blöder, dass da so Gegner im Weg stehen, die halt nur Donkey Kong treffen kann. Und das ist ein bisschen blöd. Oh, gut, dass ich den mitgetroffen habe. Aber hier, das fand ich immer cool, wenn man den so dreht, dann blitzt es immer so. Das habe ich damals immer dauernd gemacht am Fernseher. Das weiß ich noch. Ja, hier, die Stellen meine ich. Die kann dann nichts machen. Und mit Donkey Kong will ich nicht spielen. Aber, ja, genau. Genau deswegen will ich nicht mit ihm spielen. Weil er blöd springt und läuft und so. Aber naja, gut. Versuchen wir es mal so gut wir können. Oder auch nicht. So, ah, Exit schon. Gut, ich dachte, es wäre schwerer und länger. So, dann gehen wir einfach mal speichern. Spulen das vor. So. Und dann geht's auf in Rope Bridge Rumble. Was ist denn das? Oh nein, nicht schon wieder so ein Level. Gleich zu Didi wechseln. So, was ist hier so anders? Nur die Reifen? Das war schon. Bienen haben wir ja auch noch. Schrecklich, schrecklich. Aber bis jetzt ist es leicht. So, rüber. Oh mein Gott, eine Biene. Okay, nur weil ich gerade blöd gelenkt habe oder gar nicht gelenkt habe, dann irgendwie bin ich abgestürzt. Das war blöd. Yeah, Checkpoint. Stirb, Krokodil. Nur Bananen, gut, dann bräuchte ich die auch nicht. So, darüber. Ja, aber hier in dem Level sind irgendwie nur Reifen und ein Haufen Gegner und immer geradeaus. Das war's eigentlich. Oh. Oh nein. Gut, also jetzt springen. Oh, ist aber ganz schön knapp. Und jetzt. Toll, jetzt habe ich wieder ihn verloren. So, was kommt hier jetzt? Gar nichts. Oh, Bonuslevel. Ein Rhinoceros. Yay! Jetzt haben wir zwei davon. Toll. Ganz knapp. So, jetzt aber. Geht doch, Exit! Ja, und da oben ist auch schon der Boss. Dann schauen wir uns doch mal an.
Es ist nämlich ein altbekannter. Ja, es ist wieder diese... der Biber oder was auch immer das ist. So. Ja, der springt irgendwie mal hoch und dann geradeaus oder so. Also erst einmal raufspringen und dann nochmal oder was? Achso, nee, der springt einfach irgendwann geradeaus. Schon geschafft. Nintendo Banane for the win. Okay, so, dann haben wir hier. Oh ja. Das ist auch eine Welt, die ich damals gehasst habe. Weil die etwas schwer immer hier war mit den Ölfässern. Aber die Musik hier drin, die liebe ich über alles. Die ist echt legendär, meiner Meinung nach. Aber naja, gut. So, mit TNT-Fass können wir das hier wegmachen und hier runtergehen. Da ist nämlich ein Bonus-Level. Was haben wir hier so? Bananen, wow. So, dann geht's ja zurück. Und dann holen wir uns mal Donkey Kong. Ja, und hier muss man halt immer bei den Ölfässern eigentlich erstmal nur aufpassen in dem Level. Sonst ist hier jetzt nicht so viel. Und noch ein Bonus-Level. Oh, wow, ich gewinne eine Banane, wenn ich Glück habe. Oh, ich habe keine Banane gewonnen. Okay, egal. So, Ölfässer, Ölfässer, springen, laufen, springen, springen, springen. Und hoch geht's. Reifen. Brauche ich einen Reifen irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich nehme ihn einfach mal mit. Kann ich ihn da durchschieben, ja. War der jetzt so für die Bananen da oben? Ich hoffe nicht. Ich nehme ihn mal noch weiter mit. Ah, dafür das O ist es auch. Na, jetzt habe ich eine blöde platziert. Aber egal. Checkpoint. So, ab hier fängt es jetzt an, dass die Ölfässer so ihr Feuer auch immer weg haben. Und ja, und das in einem ganz bestimmten Rhythmus immer so. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber das geht trotzdem. Ja, hier zum Beispiel. So. Doofe Affe. Doofe Affe. Oh. Okay, die sind noch ganz normal. Die sind immer da und dann wieder weg. Ja, hier gibt es welche, die kommen dann raus und dann gehen die kurz rein. Ah ne, es ist auch noch nicht so eins. Gut. Ja, die haben dann so einen Rhythmus, dass diese so zweimal kurz rauskommen und dann gar nicht oder so. So ganz komisch. Oh, das war knapp. So, hier rüber. Ja, war klar, dass hier was ist. So eine lange Treppe, wie er ist, oder was das auch sein soll. Oh. Oh, da habe ich jetzt gerade Glück gehabt. Das meinte ich ja eigentlich. Okay, das war nicht gut. So, jetzt. Und schnell, schnell, schnell. Ja, die kommen immer rein, raus und bleiben sie lange draußen und danach bleiben sie auch lange drin. Und dann ist deine Chance. Exit, yay! So, dann gehen wir auch in diesen Level. Trick, Track. Aber das machen wir im nächsten Part, also wir sehen uns bei Part 5. Euer Benjamin Selke.